Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist... R-E-W-A-N-F-I-D-E. Ich bin doch keine große Krabbe. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und Leute, heute ist es endlich soweit. Ich werde heute Abend um 19.30 Uhr meine Freundin heiraten. Oh Gott, Neva und ich, wir werden vor dem großen Altar stehen. Neva weiß natürlich noch nichts davon. Und oh Gott, ich hoffe, dass sie einfach nur ja sagt. Ich habe hier schon die Einladung fertig gemacht. Revis Hochzeit-Einladung morgen. Also ich nehme halt einen Tag vorher auf. Und Revis Hochzeit kommt alle. Denkt mal, die werde ich dann später noch verteilen, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schaut euch mal wieder an, wie schön es hier geworden ist. Ich meine, der Kuchen steht. Aber jetzt, meine Freunde, müssen wir erstmal ganz wichtig natürlich die restlichen Vorbereitungen treffen. Da würde ich sagen, gehen wir mal zum Kevin hin und schauen mal, ob der eventuell schon die ersten Gerichte fertig hat von der Fetzer GmbH. Oh, Leute, 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 ich will, dass das die schönste Zeremonie meines Lebens wird. Ich werde Musiker da haben. Wir werden so viele Gäste da haben. Gutes Essen, Wein, Tanz. Aha, es wird eine prunkvolle Feier. Kevin! Kevin? Hallo? Hallo, Kevin? Baby? Kevin, hey, hallo, Kevin. Warte, wo bist du? Warte, ich bin hier oben, warte. Ich komme. Hier, nein, ich bin nicht im Haus, komm raus. Was, okay, hier bin warte. Ich hier wo oben. Denn? Hallo? Oh, bist du hinter meinem Haus oder bist du vor meinem ich Haus? Ich bin in deinem Haus drinne. Hier, also hier, ach, da oben, hallo, Kevin, hi. Kevin, pass auf. Hier, schau mal, erstmal für dich die Einladung für meine Hochzeit, ne, damit du auch morgen kommen kannst. Ich werde dich später noch offscreen verteilen. Kevin, pass auf, ganz wichtig. Ja? Wie sieht es mit dem Essen aus, Kevin? Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen. Ich bin sehr gut vorangekommen. Ich habe schon richtig viel vorbereitet. Willst du mal ein paar Probesachen zum Essen haben? Alter, unbedingt. Komm. Also, guck mal, einmal habe ich hier so einen feinsten Seekraut gefunden. Dann habe ich hier so eine Suppe gemacht, hier mit ganz vielen Zietz und so einem Kram. Und hier haben wir noch so eine Körnersuppe. Kevin. Hier frische rote Beete, Kartoffeln Kevin, und Kevin, Fisch. Kevin. Ja? Das ist alles Müll. Das sind giftige Kartoffeln, Kevin. Sag jetzt bitte nicht, dass du nicht mehr gemacht hast, Kevin. Bitte. Das sind die feinsten Produkte der Fettsack GmbH. Was ist das denn, Kevin? Das ist eine Suppe aus Samen. Das ist, oh, du hast doch das L-Menü bestellt, oder nicht? Ich wollte das XL-Menü, ich wollte das Beste haben, Kevin, du Idiot. Ach du, okay, warte, nee, dann, ach nee, oh, dann war das für irgendeine andere Hochzeit. Findet nicht noch irgendeine Hochzeit oder so, sollte stattfinden. Keine Ahnung. Angeblich wollte Mo heiraten, aber das kann ja, er. Ja, das kann sein, ja, genau. Das ist der ganze Müll für ihn, glaube ich. Ja, der hatte nicht so viel Geld. Das kann gut sein, das kann gut sein, ja. Nee, dein Essen steht schon an der Kirche, das habe ich schon da aufgebaut. Ja, dann los, her damit, zeig her. Ja, oh, Leute, jetzt geht's los, ich bin richtig gespannt, Kevin. Ich hoffe, du hast was Feines Kredenz, mein Freund. Aber der Preis war ja abgemacht, 2000 Diamanten, ne, für das Hochzeitsmenü. Kevin, das haben wir nie abgemacht. Wir haben du hast das XXL-Menü bestellt. Hier ja, aber du hast mir nie einen Preis genannt. Ja, der kostet 2000 Diamanten. Ach, Kevin, können wir nicht bitte den Freundschaftspreis machen? Ich kann dir 120 geben. Okay, weil du es bist, machen wir 1900 da drauf. Kevin, ich gebe dir 120 Diamanten. Ja, dann sind es aber noch 1780, die ich brauche dann danach. Ja, Kevin, aber was ist, Junge, wie viel Essen ist denn das? Wer soll das denn alles essen, Kevin? Ja, du hast bei der Fettsack GmbH bestellt. Oh, Kevin, Kevin, pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich suche mir davon zwei... Kevin, ja, aber ich wollte nicht so viel Essen haben, Kevin. Ich habe keine 400 Leute eingeladen. Ja, wo soll ich das ganze Essen denn hin? Ja, dann musst du selber essen, Alter. Kann ich ja nichts für, wenn du so viel gekocht. Kevin, wir haben nie einen Preis ausgemacht. Das reicht mir. Ja. Mein Werbeslogan, ja, alleine, der geht schon so. Fettsack GmbH. Wir organisieren die fettesten Feste, ja? Also, ja. Da hättest du schon längst wissen müssen. Hier ja, ist auch was ist das? Kuchen für deine Feier. Kevin, Alter, ich brauch da nicht so viel Kuchen. Was ist denn? Kevin. Ja, guck mal, ist doch genug für die Gäste da. Ja, aber Kevin, pass auf, ich suche mir jetzt ein bisschen was raus und dann reicht das schon, okay? Ja, aber was mache ich mit dem Rest? Selber essen, Kevin, ich brauche eigentlich nicht so viel, okay? Also, Kevin. Doch, warte, hast du Balui zu deiner Feier eingeladen? Ja, hab ich, aber nicht. Dann brauchst du das. Nein, Kevin, ich brauche das nicht. Ich werde mir jetzt zwei Sachen davon aus... Kevin, du was ist... Du gibst mir 120 Diamanten und dafür kriegst du das Essen. Ja, alles? Ja. Okay. Das klingt fair. Kevin, aber was ist denn... Guck, Tofiken, was ist das? Tofiken, das ist mein neues Hähnchengericht. Ja, aber warum heißt das... Die Zubereitung ist ein bisschen... ich will da jetzt nicht genauer drüber reden. Kevin, wieso ist das Wort F***ing in dem Gericht drin? Ich will da nichts drüber sagen. Okay, gut, das sieht aber sehr gut aus. Das ist ein Geheimrezept. Chocolate Bacon, Kevin, das ist eklig. Wieso, der ist doch lecker. Ja, schokoladenüberzogener Bacon, das ist doch krank, ja, Kevin. Guck mal, Schokolade, ne? Ja, ist ja gut. Schmeckt lecker. Wir haben hier auf jeden Fall, wie ich sehen kann, ein paar Sachen für Vegetarier und auch Veganer, das ist perfekt. Okay, ich möchte, dass das hier morgen alles schön angerichtet wird, ne? Guck mal, Kevin, ich habe sogar schon einen Kuchen bestellt. Wie findest du den? Was? Wo hast du den bestellt? Ja, den habe ich von einem Bäcker bekommen, von außerhalb. Wie, du holst einen anderen Kuchen? Ich habe gerade alles von der Fettsack GmbH. Ja, jetzt beruhig dich mal bitte, Kevin. Ich meine, das ist ja nur zur Zierde. Wir essen natürlich nur deinen Kuchen, ne? Ganz klar. Ich wollte schon sagen, weil keiner kennt meine Geheimzutat. Weißt du, was meine Geheimzutat ist? Bei deinen Kuchen? Ich mache bei meinen Gerichten immer ganz viel Fett rein. Denn Fett ist ein Geschmacksträger. Kevin, ich werde mal ganz kurz einen deiner Kuchen hier probieren, okay? Kleiner Moment. Ja. Nehmen wir hier den. Oh, Kevin, Alter!
Alter! Oh! Was denn? Der schmeckt wie Öl! Das ist ekelhaft, Kevin! Bah! Egal. Also das ist nicht so wichtig. Komm, Gottes Willen, Alter. Das ist ich hab mir Mühe gegeben mit dem Kochen. Kevin, das schmeckt wie eine Flasche Rapsöl, was du da gekocht hast. Vielleicht hab ich ein bisschen doch zu viel mit der Butter. Okay, ich muss ja auf jeden Fall noch die ganzen Sachen verteilen. Soll ich Patrick einladen? Ich meine, sein Haus geht auch nicht voran, oder? Gottes Willen. Tut mir leid, ich hab keine arabischen Speisen. Hallo? Ich kaufe die beste Süßigkeit, ich kaufe die beste Delikatesse, die es gibt. Hey, was redet hier? Ich kaufe die beste Delikatesse, ich kaufe die beste Delikatesse. Hallo? Miteinander. Was für Delikatessen? Ich kaufe die beste Delikatesse. Kevin, die Händler sind eingetroffen. Kommen Sie her. Ja, Moment, ganz ruhig. Hey, was verkauft ihr? Kaufen Sie die beste Kuchen. Meine Herren, bitte. Hier für Sie eine sehr heute in die rote Mantel. Hören Sie mal, was ist das denn hier? Oh, Eiscreme. Du willst ja nichts jetzt wohl bei dem kaufen, oder? Ja, ich meine, Kevin, dein... Werter Herr, Sie mögen Vanille. Hier, das ist es. Meine Herren, bitte beruhigen Sie sich. Essen Sie das an. Fällt jemandem auf? Hören Sie mal. Ja, was denn? Was explodiert hier die ganze Zeit? Das ist nicht wissen. Das passiert heute schon den ganzen Tag. Das ist das Essen in meinem Magen. Oh ja, gut. Schmeckt das scheußlich. Scheußlich toll. Der Herr, ich hat Ihnen geschmeckt? Ja, ich habe noch nicht probiert. Ich heirate morgen. Kevin, geh mal bitte gucken, was das ist. Ja? Geh mal ganz mal schauen, was das ist. Also passen Sie auf, ich heirate morgen. Ja, ich heirate morgen. Sir. Und der Typ, der ist für mein Essen zuständig. Die Hauptspeisen sind super, aber die Nachspeisen, die sind viel zu fettig und ölig. Und viel zu fettig. Wenn Sie mir ein gutes Angebot machen können, ich meine... Revi, ja? Ich glaube, es gibt Probleme mit deinem Haus. Ah! Was zum Teufel? Was zum Teufel, du dreckiger... Ah! Was soll der denn aufhören? Was? Teufel! Alter! Der hat meine Fassade ab... Neva! Oh Gott, ich muss gucken, ob es meiner... Warten Sie ganz kurz, ich muss gucken, ob es meiner Braut geht. Kein Problem. Was steht hier? Ich möchte ein Gespräch. Was gefällt dir an, meine Kirche zu bebauen? Das ist meine Kirche, das ist nicht in Ordnung. Was will Modern jetzt von mir? Oh Gott, Neva! Ah! Ich glaube, dieser Mann hat sehr viele Probleme. Oh Gott. Ah. Neva, geht's gut? Oh hier, Gott. Das ist gut. Oh Gott. Essen. Okay. Der Herr. Kevin, ich würde dann gerne bei Ihnen den Nachtisch kaufen. Kevin, nimm das. Was? Nicht. Was? Sehr gut. Kevin, nimm das nicht persönlich. Das ist ja wohl Kevin, nimm das nicht persönlich. Ich meine, guck mal hier, das Eis. Mmh. Oh, das ist verdammt gut. Ich habe viele Stunden im Keller verbracht, um das Essen zu brauen. Kevin, ich meine, also die Vorspeisen und das Hauptgericht ist ja super, aber der Rest, der ist halt einfach nur Öl, Kevin, und Fett. Und das will ich nicht. Ich werde Ihren Laden anzünden. Anzünden werde ich Ihren Laden. Kevin, warten Sie ab, ich werde Sie vernichten. Kevin. Senor Kevin, Sie wollen vielleicht noch ein Eis zur Abkühlung von Hitze kaufen? Sie wollen Kaffee? Ja, genau. Gut, ich hoffe mal, dass Kevin sich bis morgen beruhigt. Gottes Willen, was ist denn hier heute los? Ja, also ich hätte Interesse tatsächlich an den Kuchen und an dem Eis. Was kostet das denn ungefähr? Weil ich muss sowieso mal meine... Die Frage ist halt, wie viele Leute Sie einladen. Naja, also um die 40 Leute nehme ich an. Mit nicht Menschen. Sagen wir mal, 20 sind es bestimmt. Also 20 Leute? Mhm. Sprechen wir mit einer Kuchenesser für 4 Personen, also brauchen Sie 4 Kuchen. Ja, nee, ich habe zwei Leute dabei, die sehr viel essen. Also ich würde fast schon sagen, lass dir vielleicht einen Kuchen für eine Person machen oder einen Kuchen für zwei Personen. Einen Kuchen für zwei Personen, das klingt fair. Wollen Sie auch diese eklige Samen, die Sie Ihr Freund gebracht haben? Wissen Sie, Samen gehören nicht in das Mund, das wissen Sie. Ja, Samen gehören nicht, Ich hätte gern 5 Kuchen. Der hier oben, der hier sieht sehr lecker aus. Ups, Entschuldigung. Jetzt haben Sie kaputt gemacht, das wird auch bezahlen. Der hier. Dann hätte ich gern den hier mit den Schokoladenkuchen. Stellen Sie einfach mal ein Paket aus 5 Kuchen zusammen, okay? Ein Paket aus 5 Kuchen. Ja, und dann hätte ich gern noch einmal für jeden 2 Eiscreme verschiedene. Was haben Sie denn für welchem Angebot? Eiscreme? Ich habe sehr viel Eiscreme. Ich habe unglaublich viel Eiscreme vor Sie angeboten. Okay, wir haben ausgemachte Eiscreme. Sie, also Karamell-Eiscreme. Wir haben eine Minze-Schokolade. Wir haben eine Strawberry-Eiscreme. Wir haben eine Vanille. Und zusätzlich kann ich Ihnen auch verschiedene Kombinationen machen, die Sie vielleicht haben wollen. Vielleicht wir können Ihnen auch anbieten. Sehr gut, momentan auch sehr getrennt in die Kühlschrank. Ist mit einer Eiswürfel belegte Schranke. Eine Marmelade mit Strichen Brot. Ist sehr gut, sehr abkühlend hier das in der Sommer. Klingt gut. Davon hätte ich gern 1 pro Person. Also 20 davon und 5 Kuchen. Was kostet mich das denn ungefähr? Das würde sie kochen. Okay, das würde kosten. Ich würde sagen, mit der ersten Preis kriegen Sie das mit einem wundervollen Preis von 6 Diamanten. 6 Diamanten bei das Honasilio. Honasilio GmbH hier. Ich habe keine Diamanten. Das darf der Kevin übrigens auch nicht wissen. Ich habe nur Gold. Okay, sie, ja, in diesem Fall. Wegen wir das auf die Gold, habe ich gesagt, 6 Diamanten, sie haben wir gemacht, dann machen wir 30, 35
35 Gold. Also aber ganz schön happig. Können wir uns auf 25 einigen? Ich hab's gerade nicht. Nein, die also kommen, weil sie sind, wir machen 25. Okay, okay, das ist sehr nett. Ist das alles in der sauberen Küche entstanden und so? Alles, das ist alles in sauberste Küche überhaupt. Kann ich Ihnen noch vertrauen? Die Küche, die's geben. Ja, natürlich. Okay, sie können mir vertrauen. Dann warten Sie ganz kurz. Ich hole ganz kurz das Gold und dann komme ich wieder. Keines Problem, lassen Sie sich vielleicht Zeit. Okay, Leute, ich, oh Gottes Willen, ich weiß nicht, aber ich meine, es ist immerhin besser als die Ölkuchen von Kevin. Die sind auf jeden Fall nicht lecker gewesen. 25 Gold, das ist natürlich eine Menge. Aber ich meine, gut, nichts mir zu teuer für meine wunderschöne Neva und meine Hochzeit, die morgen stattfinden wird. Ah, oh Gott, ich bin so dermaßen glücklich. Ich freue mich so darauf, Leute. Es wird einfach die schönste Zeremonie heute Abend werden. Ich möchte, dass ihr alle dabei seid, heute Abend um 19.30 Uhr, meine Freunde. Ah, oh Gott, ich werde heiraten. Ich werde heiraten. Es, ah, Gott, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Ich habe das Gold geholt. Können Sie direkt liefern? Dann hier, hier 25 Gold. Natürlich, aber wann muss fertig sein? Heute Abend oder morgen oder wann? Also, wenn Sie es mir jetzt direkt geben könnten, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich meine, wenn Sie ja alles auf Lager haben, dann. Oh, jetzt direkt geben? Okay, Moment, schnell. Dann lassen Sie mich gerne zu die Wagen. Aha, dann schauen Sie mal bitte. Ich meine, das wäre natürlich nicht verkehrt. Oh Gott. Was Sie wollten nochmal haben? Jelly Sandwich und 5 Kuchen hätte ich gerne. Das wird eine wunderschöne Zeremonie. Es wird wunderschön. Wir werden Musik da haben. Essen, Speisen, Trank, für alles ist gesorgt. Es wird einfach, oh Gott, ich freue mich so. Ich freue mich einfach so. Ich hoffe, dass Neva ja sagen wird. Ich meine, bei dem Ring und bei der Zeremonie, da kann sie ja gar nicht anders. Ich gebe Ihnen einen Karottenkuchen, ich gebe Ihnen einen Käsekuchen, ich gebe Ihnen einen Schokoladenkuchen, ich gebe Ihnen zusätzlich auch noch, wie wär's? Kürbiskuchen. Haben wir immer noch seit dem letzten September. Ja, ja, das passt. Ruhig, geben Sie ruhig. Okay, und Sie kriegen auch noch eine zusätzliche, eine Ananaskuchen. Ja. Eine der besten Kuchen. Sie, was Sie sagen, ja, Senor? Ah, hier. Ich stehe vorhin, hier, bitte. Okay, gut. In diesem Fall Kuchen hier. Sie kriegen einmal Karotte, kriegen einmal Käse, kriegen einmal Schokolade, kriegen einmal Kürbiskuchen, einmal auch noch hier. Das ist ein Ananaskuchen. Ah, lecker. Und selbstverständlich, Sie kriegen hier Ihre Sandwiches. Ihr Sandwiches ist nicht nur gemacht, nur noch Sally, sondern auch noch gemacht mit der Peanut Butter. Ist so lecker. Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh Gott, Leute, genug verrückt hier in dieser Stadt. Ich freue mich so auf diese Hochzeit, Leute. Heute Abend 19:30 geht los. Ich möchte, dass ihr alle dabei seid. Und ich würde sagen, das war's von dieser Hochzeitsvorbereitungsfolge. Wir werden jetzt noch fleißig Einladungen austeilen und hier noch den Rest dekorieren. Und dann sehen wir uns heute Abend um 19:30 im Stream. Macht's gut, meine Freunde. Bis heute Abend. Ciao, ciao.